Ramordes galt als ein wenig ansehnlicher Mann. Die Menschen in den Straßen von Denrontai tuschelten und wunderten sich gerne darüber, da seine Mutter noch immer als eine bekannte Schönheit bewundert wurde. Ihr Sohn hingegen war schlaksig und hochgewachsen mit einer ledonischen, scharfen Nase und einem spitzen Kinn. Sein Gang war stelzig und doch zur gleichen Zeit leicht gebückt. Doch Ramordes Aussehen machte ihn zu dem, was er heute war. Nicht abgelenkt von Romanzen und abgeschmackten Festakten, war er steil zu einem erfolgreichen Staatsmann und Ratgeber des Herrschers aufgestiegen. König Belkar hatte keine Bedenken, ihn mit den schwierigsten diplomatischen Aufgaben zu betrauen.